So, los geht's, schon wieder E4. Ich spiele mal heute nicht diesen Quatsch mit dem, dieses Gambito spiele ich heute mal nicht. Alex Kristolov aus Bulgarien. Heute Karo kann. Solider. Dame G4 ist ultra nervig in dieser Stellung. Muss aufpassen, dass er nicht hier schlagen kann oder sowas. Okay, aber jetzt kann ich nehmen und den B5 gewinnen, oder? Das war die Idee. Und ich habe Springer L5 auch noch. Ach nee. Das kann ich aber auch mal sehen. Machen wir Läufer D7, Turm C8 schnell. Turm B1. Wie willst du jetzt den C3 decken? Das war ein bisschen schnell gespielt, finde ich. Ich drohe den zu schlagen hier. Okay, Turm C3, Läufer C3, Dame C3. Er hat natürlich Turm C1, Dame D3, Turm C7, ne? Die Frage ist, ob ich Läufer A3 spiele einfach. Er hat auch Springer D5 hier eventuell. Da muss ich aufpassen. Aber Springer F5 sieht sehr stark aus. Springer F5 mit der Idee Springer D4. Das sieht stark aus. Nicht auf C3 nehmen. Was? Achso, er will mit der Dame nehmen. Der spielt super schnell, aber der stellt alles Mögliche ein hier. Läufer A3. Okay. Den nehme ich jetzt mal weg einfach. Und jetzt. Oh, oh nein, ich kann gar nicht Läufer B4 spielen. Läufer C5, Dame A4. Dann gehe ich ganz zurück. Läufer C5, Dame A4. Dame A4, Springer A4, Läufer F2, Turm F2. Scheiße! Aber vielleicht kann ich einfach A3 spielen. Ich würde natürlich gerne rochieren. Ja, es geht einfach, glaube ich.